Hallo zusammen, ich lese heute vom Schlunz und der unsichtbare Wächter das Kapitel 29. Als das Abendprogramm vorbei war und Lukas gerade seinen Schlafanzug anziehen wollte, sah er, wie Elmar umständlich an seiner Bettdecke zog und zerrte. Schlunz, Sami und Christoph waren noch im Waschraum beim Zähneputzen. Kevin saß auf seinem Bett mit seinem Nintendo. »Was machst du da, Elmar?« fragte Lukas. »Ach, die blöde Decke verrutscht immer in meinem Bettzeug«, jammerte Elmar und breitete seine Decke über den ganzen Fußboden aus. »Wenn ich mich zudecke, habe ich immer entweder nur den leeren Bettbezug oder so ein ganzes Knäuel an Decke. Ich bin die ganze Nacht immer am Ziehen und Zerren.« »Du musst die Ecken der Decke in die Ecken des Bettbezugs kriegen«, erklärte Lukas. »Aber wie?« Elmar hatte den Bettbezug von unten aufgeknöpft und krabbelte in sein Bettzeug hinein. Er ächzte und stöhnte und schien seine Decke darin richten zu wollen. Da ging die Tür auf und Schlunz, Sami und Christoph kamen herein. »Hilfe, ein Gespenst!« rief Schlunz fröhlich, als er Elmar in seiner Decke krabbeln sah. Elmar lachte in seinem Bettbezug, streckte die Arme aus und rief »Huhu!« Auf einmal hörten sie draußen im Flur ein riesiges Geheule und Geschrei. »Was ist das?« rief Schlunz und rannte nach draußen. Er war nur im Unterhemd und hatte seine Zahnbürste noch im Mund. Auch Sami, Christoph und Lukas liefen auf den Flur. »Hey, Hilfe, wartet auf mich!« rief Elmar und wälzte sich wild in seinem Bettbezug herum. »Wo ist hier der Ausgang? Hilfe, ich finde den Ausgang nicht!« Draußen im Flur sahen sie mehrere Gestalten, die mit Masken vor dem Gesicht gespenstisch aufheulten und mit erhobenen Armen hin und her rannten. Gerti und einige der kleineren Kinder, die gerade auf dem Flur waren, schrien entsetzt auf und begannen zu weinen. Von Mamas und Papas Schlafzimmer flog die Tür auf und Hiob brannte auf dem Flur. Als er die tobenden Gespenster sah, fing er laut an zu lachen. Sofort zischte Mama hinterher, nahm ihn auf den Arm und schimpfte. »Ach, darüber kannst du lachen? Komm rein, du musst schlafen!« Während sie ihn ins Zimmer zurücktrug, begann Hiob wieder zu heulen. Schlunz reihte sich in die Menge der tobenden und heulenden Gestalten ein, machte die gleichen geisterhaften Bewegungen mit erhobenen Armen und rief, »Ich bin das Unterhemdgespenst mit der blutigen Zahnbürste! Uhu!« Im nächsten Augenblick gingen in verschiedenen Ecken Türen auf und mehrere Erwachsene kamen auf die Flure, um die Geister zu vertreiben. Arthur schimpfte und drohte mit dem Finger. Selbst Helmut, der sich sonst viel gefallen ließ, schimpfte die Geister und trieb sie die Treppe nach unten zum Ausgang raus. Hanna Schwarz hielt eins der Gespenster am Arm fest und sagte streng, »Arno, denkst du denn gar nicht an die kleinen Kinder? Die kriegen den Schreck ihres Lebens!« »Lass mich!« fauchte das Gespenst, riss sich los und rannte mit den anderen Gespenstern nach draußen. Adelheid hatte dieses kurze Gespräch verfolgt und sagte zu Hanna, »Du hast deine Kinder nicht im Griff.« Da fauchte Hanna im selben Tonfall zurück, »Lass mich!« und verschwand in ihrem eigenen Zimmer. Adelheid beeilte sich, in Richtung ihres Zimmers zu kommen. Da ging wieder eine Tür auf und ein geblümtes Gespenst kam auf den Flur. »Uhuhu, wo ist der Ausgang? Ich finde den Ausgang nicht. Uhuhu.« Ich zeige euch mein Bild dazu. Das geblümte Gespenst. »Also«, japste Adelheid, ging schnellen Schrittes auf das Gespenst zu und riss den geblümten Bettbezug nach oben. »Dir zeige ich gleich den Ausgang, du frecher Lümmel!« Dann stand Elmar im Schlafanzug vor ihr. Er war wirklich am Heulen. »Uhuhu«, meinte er. »Danke, Adelheid.« »Oh, Elmar«, hauchte sie, »du warst das. Entschuldigung, ich dachte, es wäre dieser, naja.« Elmar erzählte ihr von seinen Schwierigkeiten mit der Bettdecke und Adelheid kam in sein Schlafzimmer und bezog sein Bett neu. Auch die anderen Jungen kamen nach und nach zurück ins Zimmer. »Und jetzt keine Dummheiten mehr«, sagte Adelheid nochmals in strengem Ton, bevor sie die Zimmertür schloss. »Wo ist mein Wecker?« sagte Christoph plötzlich, der schon in seinem Bett lag. Schlunz begann zu lachen. »Den brauche ich mal kurz. Ich habe die Weckzeit auf 12 Uhr Mitternacht gestellt und den Mädchen in ihrem Schlafzimmer unter das Bett gelegt. Lustig, was?« Alle im Raum lachten lautlos, außer Christoph. »Du hättest mich wenigstens fragen können«, maulte er. »Du kriegst ihn ja morgen wieder«, sagte Schlunz und rollte leicht mit den Augen. Als alle in den Betten lagen,
erzählten sie sich noch einige Witze und Gruselgeschichten, aber dann schliefen sie doch ziemlich schnell ein. Um 12 Uhr Mitternacht wurden alle 6 Jungs in ihrem Zimmer von einem lauten Piepen geweckt. Alle saßen aufgeschreckt in ihren Betten und sahen sich um. »Was ist das?« rief Sami. »Ein Wecker«, rief Kevin. »Christoph, das ist deiner, du Idiot!« »Selber Idiot«, schimpfte Christoph, stand auf und machte das Licht an. »Wo ist der Wecker überhaupt?« Schlunz und Sami kamen ebenfalls aus ihren Betten raus und suchten den Wecker, der immer noch laut und durchdringend piepte. Sie fanden ihn unter Elmas Bett. Schlunz stellte ihn aus und gab ihn Christoph zurück. »Tolle Idee von dir, Schlunz«, sagte Christoph genervt. »Ich dachte, du wolltest ihn bei den Mädchen unter das Bett legen.« »Hab ich doch auch«, sagte Schlunz. Christoph drehte den Wecker in seiner Hand. »Das ist auch nicht mein Wecker.« »Zeig mal«, sagte Lukas und streckte seine Hand aus. Christoph gab den Wecker Sami, der noch mitten im Zimmer stand, und Sami gab ihn Lukas. Lukas drehte ihn auch ein paar Mal in seiner Hand. »Der gehört Nele«, sagte er dann. »Hatten die Mädchen etwa dieselbe Idee?«, rief Schlunz und lachte. Die anderen lachten auch. »Na, warte«, sagte Schlunz, ging zur Tür und öffnete sie leise. Die anderen kamen dazu und dann schauten 6 Köpfe zum Zimmer hinaus. Sie schlichen zum Zimmer der Mädchen schräg gegenüber und lauschten. »Na, warte«, hörten sie Nele sagen, und dann wurde mit einem schnellen Ruck die Zimmertür der Mädchen aufgezogen. Die Jungen erschraken und schrien leise auf. Nele erschrak auch und schrie laut. Dann lachten sie alle, aber sie pressten sich die Hände auf den Mund dabei. Diesmal sollten nicht wieder Arthur oder Adelheid kommen und sie ausschimpfen. Dann ein Knall. Schnelle, donnernde Schritte auf dem Flur. Die Kinder zuckten zusammen und sahen in die Richtung, aus der sie das Geräusch gehört hatten. Es war eindeutig aus dem Flur hinter der Wendeltreppe gekommen. Da, wo diese Bar war, in der sie sich schon in der ersten Nacht versteckt hatten. »Was war das?« flüsterte Christoph. »Der unsichtbare Wächter«, krächzte Sami. Emma und Gerti quiekten erschrocken auf. »Los, den schnappen wir uns«, flüsterte Schlunz und rannte los. Die anderen hinterher. Sogar Elmar und Christoph. Auch die Mädchen rannten in ihren Nachthemden los, sogar Sarah, Gerti und Mareike, die sich bisher noch nie an einer nächtlichen Jagd beteiligt hatten. »Das sind Arno und Sophie«, flüsterte Mareike und hatte den Ton einer Lehrerin, die gerade einen Spaß verderben wollte. In der Bar war es dunkel. Gerti wurde schon langsamer. Aber immerhin waren sie 12 Kinder. Egal, welches Gespenst auch immer hier versteckt war, es müsste sich ganz schön zur Wehr setzen. »Ergib dich, du unsichtbarer Wächter«, sprach Schlunz drohend in die Dunkelheit hinein. »Wir finden dich sowieso, also komm raus und kämpfe wie ein ordentliches Gespenst.« Einige der Kinder kicherten. Mit einem Mal brach eine dunkle Gestalt hinter der Theke hervor und rannte mit ausgebreiteten Armen auf die Kinder zu. Die Kinder erschraken und wichen schreiend zurück. Die Maske, der Umhang, der Hut, die schwarze Kleidung, das war eindeutig der Mann, den sie auch vergangene Nacht entdeckt hatten und der dann vor ihnen in den Geheimgang geflohen war. Er bahnte sich seinen Weg durch die Kindergruppe und rannte den Flur entlang auf die Wendeltreppe zu. »Hinterher«, rief Schlunz und rannte los. Lukas rannte auch, aber ihm war unheimlich zumute. Sie wussten nicht, wer das war. Sie wussten nicht, wie gefährlich er war. Vielleicht war das sogar der Mörder, der es auf den Schlunz abgesehen hatte. Sollten sie ihm wirklich folgen? »Arno, du bist das«, rief Gerti beim Rennen und lachte ängstlich. »Das ist nicht Arno«, belehrte sie Sami. »Das ist der unsichtbare Wächter. In echt!« »Ah!« quiekte Gerti da und stolperte über ihre Füße. Die schwarze Gestalt rannte die Treppe nach unten, aber auf halber Höhe stieß sie mit einer anderen Gestalt zusammen, die gerade auf dem Weg nach oben war. Auch diese Gestalt war dunkel gekleidet, hatte aber keinen Hut auf, sondern so eine gespenstische Sturmhaube, wie die Motorradfahrer immer unter ihren Helmen tragen. Eine schwarze Mütze, die übers ganze Gesicht gezogen wurde und aus der nur die Augen und die Nase rausschauten. Das sah nun echt aus wie bei einem Verbrecher. Die beiden Männer stöhnten kurz auf, als sie zusammenstießen. Weil sie aber beide etwas in der Hand hielten, kamen sie nicht schnell genug ans Treppengeländer, um sich festzuhalten. Sie stürzten, krallten sich notdürftig aneinander fest und polterten zu zweit die Treppe bis nach unten. Obwohl es laut krachte, gaben beide Männer fast kein Geräusch von sich, außer leisem Stöhnen. Der eine Mann
verlor kurz seinen Hut. Aber sofort rappelten sich die beiden wieder auf, suchten kurz auf dem Boden, wo sie nichts liegen gelassen hatten, und rannten los. In unterschiedliche Richtungen. Der Mann mit Hut in den hinteren Gang, Richtung Geheimgang. Der Mann mit der Bankräubermütze Richtung Ausgang. Die Kinder trampelten die Treppe nach unten, ohne ein Wort zu reden. Schlunz voran. Kurz entschlossen rannte er dem Mann mit Hut hinterher. Auch alle anderen folgten ihm. Die zweite Gestalt erschien ihnen allen wohl noch unheimlicher. Der wollten sie keinesfalls allein begegnen. Die hatte sicher eine Pistole dabei. Die Kinder rannten den Gang entlang und kamen schnell in der hinteren Nische an. Der Wandteppich bewegte sich leicht. »Da rein!« befahl Schlunz und zog den Teppich zurück. »Wir haben kein Licht!« flüsterte Lukas so laut wie möglich. »Hier!« Gavin kam mit einer Taschenlampe angerannt. »Ich war noch schnell in unserem Zimmer.« »Super«, freute sich Schlunz, »und jetzt schnell!« »Wohin geht es da?« fragte Gerti aufgeregt. »Das ist der Geheimgang«, flüsterte Sami. »Dürfen wir das?« fragte sie ängstlich. »Nein«, redete Schlunz schnell auf sie ein. »Aber wir müssen trotzdem da rein, sonst findet uns der böse schwarze Mann.« Gerti schrie auf. »Da gehe ich nicht rein!« »Ich auch nicht«, wimmerte Elmar. Er war kurz vorm Weinen. »Das ist ganz ungefährlich«, sagte Sami. »Ich war schon mal drin.« »Echt?« Gerti schaute ihn mit großen Augen an und schien ihn richtig zu bewundern. Sami bekam ein Lächeln wie James Bond und schob lässig hinterher. »Ich habe da unten sogar schon in die Ecke gepinkelt.« »Ich auch«, sagte Nele und hob ihren Finger. »Nun komm schon«, drängte Schlunz sie. Inzwischen waren schon fast alle Kinder drin. Kevin mit der Taschenlampe war vorausgegangen. »Ich gehe da nicht rein«, sagte nun auch Sarah. »Wirst du lieber von den Erwachsenen erwischt werden, wenn sie gleich über den Flur gerannt kommen?«, fragte Schlunz eindringlich. In diesem Augenblick hörten sie tatsächlich schnelle Schritte, die den Gang entlang kamen, direkt auf sie zu. »Lieber nicht«, sagte Sarah schnell und ging als Letzte mit in den Gang. Alle anderen waren schon drin. Schlunz ließ leise hinter Sarah den Teppich zurückgleiten. So, das war das Kapitel 29 vom fünften Teil Schlunz.